Modern Talking hat sich getrennt. Könntest du mir den Grund der Trennung in 3 Bullensätzen erklären? Ja, also eigentlich gibt es nur einen Grund. Ich kann dir einen Grund sagen und das war echt Nörchen. Und also Nörchen war die Frau von Thomas Anders. Mhm. Und als die eben in die Gruppe kam, quasi so als drittes Mitglied, das war so der Anfang vom Ende. Anfang vom Ende, schon richtig. Also ging halt langsam vorbei. So. Und das Problem war einfach, ich meine, das war ein 19-jähriges Mädchen, die von nichts eine Ahnung hat und vom Musikgeschäft konnte sie ja auch nicht. Und sich natürlich überall eingemischt hat in Sachen, von denen sie keine Ahnung hat. Das hat genervt einfach. Nein, das hat nicht genervt, das ist nicht vorstellbar, ja. Also, nein, das ist wirklich, ich sag mal, wir waren ja so erfolgreich und der Chef damals von der BMG hat immer gesagt, Stress muss sich lohnen. Und deshalb macht so eine Schallplattenfirma alles. Also wenn Nörchen meinetwegen gesagt hat, ich möchte weißer Rolls-Royce, Schokoladeneis und 50.000 Mark auf die Tasche, 10 Minuten später war das da, ohne Flachs. Und wenn irgendwas nicht so gelaufen ist wie sie zum Beispiel, wir hatten mal einen Videodreh, da hat ihr irgendwas nicht gepasst, ja, da ist sie dann einfach in der Tiefgarage ohnmächtig geworden, ja, und guckt immer so mit einem Auge. Und ich habe zu dem Boss von der Schallplattenfirma gesagt, ey, jetzt hau dir eins auf den Rücken, zieh die hoch oder wer weiß was, weil Thomas lief immer rum und so, Nörchen, 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 sie stirbt. Ja, und dann hat... Und es gab eben damals auch, Nörchen hatte eben immer so eine Louis Vuitton-Tasche, ja, wie Mooshammer, so dieses Ding. Und da drin saß auch diese, so ein scheiß, wie heißen die, ja, so ein Yorkshire-Terrier. Ich habe nichts gegen die Hunde, die können da ja nichts dafür. Aber die, also immer in dieser Tasche und sie lag auf dem Boden, die Tasche stand da und der Hund, ja, machte das einzig Richtige, der schiss ja genau neben den Kopf. Ja. Und es hat eben, also es war, also das klingt jetzt alles lustig, aber ich stand da immer daneben und ich habe das ja, ich meine, man merkte einfach, dass das Show ist. Und sie sind eben unheimlich oft, also Nora hat oft gesagt, wir waren meinetwegen, Desiree Nosbusch hatte damals die größte französische Sendung. Und Nörchen meinte, ja, mich sagt keine Frau an. Quatsch, mich nicht, also Thomas oder Modern Talking werden nicht von einer Frau angesagt. Ja. Und da haben die natürlich gesagt, sind die Baller, Baller und so. Und so ging das die ganze Zeit. Dann ist Thomas dann 5 Minuten, Samstagabendsendung, aller Wetten das, ja. 7:45 live sollte die losgehen, 8:05 ist Thomas abgedampft. Und so ging das eben immer, permanent. Und bis es dann einfach nicht mehr ging. Und ich war echt, also... Du hast auch drunter gelitten. Also ja, was heißt, ich hatte 2 Magengeschwüre, das denke ich mir jetzt ja nicht aus. Kannst du meine Ärzte anrufen? Ich habe Maloxan gegessen, wie andere Pommes frites, ja. Und es ging einfach nicht mehr weiter. Und ich war nur noch bei Ärzten und das hat aber auch nicht geholfen. Ich habe das Maloxan oben reingekippt und das war irgendwie, hat nichts gebracht. Und ich habe dann irgendwann, das war glaube ich eine der wenigen Male, dass ich wirklich die Bild-Zeitung um Hilfe gebeten habe. Ich habe natürlich das nicht so gesagt, aber ich habe damals angerufen und einfach gesagt, bitte tut mir einen Gefallen, schreibt morgen, Modern Talking hat sich getrennt, weil ich war fix und fertig, war alle, ich konnte nicht mehr. Nach dieser Trennung hast du mit einer ganzen Reihe von sehr bekannten Stars zusammengearbeitet, hast die produziert, den Lieder geschrieben, teilweise Comebacks ermöglicht oder die gleich ganz erfunden. Also CC Catch zum Beispiel gleich ganz erfunden, mit Engelbert zusammengearbeitet, Midnight Lady hast du geschrieben, Chris Norman, Tatort. Diese Tatort-Geschichte, Nino De Angelo, Howard Carpendale, Wildecker Herzbuben. Ja, das war so ein... Hast du aber gemacht. Ja, aber da hat mich eben der Boss von meiner Schallplattenfirma eben gebeten, kannst du das machen? Wir haben sonst keinen und... Oder hast du das gemacht? Kannst du nicht Nein sagen? Ja, schwer. Also es ist einfach so, ich meine, wenn ein Freund, ich habe nicht viele Freunde, und wenn er die, sage ich mal, um was bitten oder so, dann mache ich das auch. Also auch wenn ich da vielleicht manchmal keinen Spaß dran habe. Und Roy Black hast du, zusammengearbeitet. Da wollte ich aber erst auch nicht. Was hat dir an dem gefallen? Was mochtest du an dem? Ja, gar nichts. Ich meine, ich hatte genau diese Vorurteile, ja, die jeder hatte. So ganz in Weiß und Roy Black und Schleimer. So, und dann kam eben der Schallplattenboss damals von East West und fragte, willst du Roy Black machen? Ne? Und ich so, mache ich nicht. Und weil, ja, ich hatte damals Modern Talking lief und Blue System, das lief, also das war alles wunderbar. Ja, und ich hatte Erfolg ohne Ende. Und so, und da hat der natürlich einen Kunstgriff, also höchstwahrscheinlich hat der mich auch richtig eingeschätzt. Der hat nämlich zu Roy gesagt, pass auf, Bohlen macht das nicht, geh doch einfach rüber.
Und weil die East West war wirklich genau bei unserem, also 100 Meter von unserem Studio. Also East West ist die Schallplattenfirma. Ja, und der klingelt und ich bin dann zum Studio, habe die Tür aufgemacht und er kam dann da rein und hallo und kann ich mal reinkommen und so. Dann hatte der diesen Dackelaugenblick, diese Dackelaugen. Und war im total, also und ich produziere nicht. Und dann habe ich 20 Minuten mit dem gesprochen und ich produziere nicht. Und weil er einfach total nett war. Also ich habe noch nie so einen geilen Typen, so vom Menschen her, so, weißt du, der war so unheimlich offen, genauso bekloppt wie ich, erzählt jedem Menschen sein ganzes Leben und auch der kannte mich nun überhaupt nicht irgendwie, also persönlich, hat mir alles erzählt und wow und war auch Entertainer und war so toll, dass ich dann einfach gedacht habe, komm, ich will kein Geld, ich will keinen Vorschuss. Normalerweise kriegt man immer, wenn man so jemand macht, erstmal ein bisschen Geld und dann fängt man an zu arbeiten. Und ich habe gesagt, ey, komm, wir machen das irgendwie. Und ich mache das. Komm irgendwann wieder und so. Und dann machen wir zusammen alles. Hast du dich seelenverwandt gefühlt mit Roy Black? Sehr. Weil, also den haben die auch damals so echt hingerichtet, sage ich mal, so Stern und so, ja, abgefüllt, gewartet, bis er schön breit war und ihm dann irgendwelche fiesen Sachen entlockt und dann am nächsten Tag ein fieses Interview geschrieben. Was hast du empfunden, als er gestorben ist? Erst konnte ich es nicht fassen, weil das Komische war, dass ich also 2 Wochen bevor er gestorben ist, ihm gesagt habe, Mensch Roy, wenn du so weitermachst, weil er war natürlich immer, hat extrem viel getrunken und so und war echt fix und fertig und hatte auch nie jemanden, der ihm hilft, ja. Also der hatte damals ja dieses Wörthersee hat er gedreht und dann ist er nach den Dreharbeiten hat er sich ins Auto gesetzt und ist diese 1000 Kilometer darunter gekachelt zu mir ins Studio und stand da wirklich so. Und ich habe gesagt, ey Roy, sag mal, geh jetzt ins Hotel und penn erstmal und lass uns dann das Album aufnehmen. Ich schaff das schon und so, weißt du. Ich sage, ey Roy, du schaffst das nicht, ja. Dann hatte er diese ganzen Titel nicht vorbereitet. Der konnte keine Nummer richtig. Dann habe ich ihm das also aufs eine Ohr reingespielt, ja, und er hat dann die Melodie gehört und hat dazu dann gesungen und dann habe ich das über ein Delay dann wieder nach hinten gelegt, ja, und so haben wir diese Platte quasi mehr oder weniger zusammengemogelt, weißt du, der konnte sich keine Texte mehr richtig merken und so und also das war schon echt, Mitleid also... gehabt mit ihm? Ja. Du konntest ihm aber nicht helfen? Ja, ich konnte ihm nicht helfen, aber ich wollte ihm helfen und ich habe ihn so oft, also wir hatten dann noch viele, viele Fernsehsendungen zusammen und ich habe immer gesagt, Mensch Roy, jetzt lass dich doch wenigstens mit dem Auto fahren oder was soll der Scheiß mit deiner Fluchangst, also oder du musst doch nicht an jeder Tankstelle, ja, wenn du vom Wörthersee nach Hamburg kommst, noch drei Auftritte zu machen hinter irgendeiner Würstchenbude, komm doch mal ein bisschen runter und er meinte dann, nein, im Moment läuft das super gut und bis 50, ich muss das Geld alles mitnehmen und dann, ich will jetzt bis zu meinem 50. Lebensjahr so und so viel Geld zusammen sammeln, weil er hatte damals wirklich nichts mehr. Mhm. Und mit 50 höre ich dann auf. Deine Kinder jetzt? 17, 13 und 12. Wie reagieren die, wenn der Vorabdruck des Buchs in der Bild-Zeitung steht und das Ganze, wie wir gelernt haben, reduziert wird auf bestimmte Dinge? Mega cool. Echt? Mhm. Ruft mich mal einer an und sagt, Papa, musste das sein? Nee, damals so, also die Teppichluder-Geschichte, oder wie die hieß da, die Geschichte, das fanden sie nicht so richtig witzig, ja. Ruft dann der Ältere an, oder? Ja, denn das fand er richtig scheiße. Da habe ich also richtig die Jacke voll gekriegt. Also so mit von wegen Freundschaftsauskündigung. Nochmal einmal sowas, dann findet er mich nicht mehr so lustig. Und das habe ich mir auch damals echt zu Herzen genommen. Und ich hoffe also, dass solche Leute solche Geschichten nicht nochmal erfinden. So ein Papa wie du bist. Nee, so eine Geschichte. Nee. Ich hab mal, ist schon der Beginn der nächsten Frage. So ein Vater wie du bist, hättest du den früher gern gehabt oder wäre dir der früher peinlich gewesen? Also so ein Vater wie mich hätte ich super gern gehabt. Ja. Also partiell. Partiell. Ich hab mich nicht ausreden lassen. Und zwar, weil... ich natürlich damals unheimlich sparsam aufgewachsen bin. Ja, ich wollte zum Beispiel immer so einen Pelikan-Tuschkasten haben und habe immer nur so blöde Dinger da von Kepa gekriegt, weißt du? Oh. Ja, das war mein größter Wunsch damals. Oder weißt du, meine Eltern hatten einfach nicht die Zeit, weißt du, dann war im Fasching oder so und alle Kinder waren ganz toll verkleidet, fand ich jetzt subjektiv. Und um meine Verkleidung hat sich zum Beispiel keiner gekümmert, ja. Oder ich wollte immer damals unbedingt einen Hund haben, aber ich habe eben keinen gekriegt. Und ich
ich wollte einen Pony haben. Das ist die Kohlegeschichte. Ja, ich habe damals eben keinen gekriegt. Und wenn meine Kinder sagen, sie wollen, also mein Sohn hat zum Beispiel ein tolles Jetski auf Mallorca liegen, die haben eben ihren Hund gekriegt, von dem ich immer geträumt habe. Das ist die Kohlegeschichte, das ist das eine. Welche Kohlegeschichte? Da geht es um Geld, um alles. Nö, das hat natürlich auch um Materielles. Ja, so ein Hund kann sich ja jeder irgendwie. Nein, ich meine nur, Geld gepaart mit Aufmerksamkeit. Ich meine ja auch diese peinlichen Geschichten, die es gibt oder die einem peinlich sein könnten, die hättest du ja sicherlich nicht gern gehabt. Nee. Aber das kann man sich im Leben eben nicht so aussuchen. Und ich sage mal, meine Kinder haben gewisse Vorteile und natürlich ganz viele Nachteile. Aber ich habe sie also über die Jahre jetzt immer gefragt, sag mal, wollen wir das nicht so machen wie Herr Gottschalk? Und man will jetzt auch nach Amerika ziehen. Und das wollen meine Kinder einfach nicht. Die sagen, Mensch, wir haben unsere Freunde hier und wir möchten eben ganz gerne hier bleiben. Und wir möchten nicht nach Amerika ziehen. Und was findest du an Geld gut? Ja, das ist diese blöden Sprüche eben, also dass man eben unabhängig ist. Und ich bin ich bin auch ehrlich, wenn ich nicht finanziell so unabhängig wäre, also wäre ich manchmal vielleicht auch nicht so ehrlich. Da bin ich ganz ehrlich, man kann natürlich große Töne spucken, ja. Wenn, ich sag mal, wenn meine Karriere jetzt nach diesem Interview zu Ende ist, dann es ist mir relativ egal und deshalb kann ich mir natürlich rausnehmen, wie kein Politiker und so, eben zu sagen, was ich denke und so. Andererseits, wenn ich mir meine Interviews angucke vor 20 Jahren, die waren genauso bescheuert. Du bist jetzt 48. Hm. Was ist dein Lieblingsalter? Das ist schwer, aber also jetzt, wo ich natürlich mit so einer jungen Freundin zusammen bin, wäre ich schon ganz gerne ein bisschen jünger oder hätte es ganz gerne, dass meine Freundin ein bisschen älter wäre. Alle denken, oh, der freut sich unheimlich darüber, dass seine Freundin so jung ist. Aber ich rechne immer so und denke immer, Mensch, wenn die so und so alt ist, bin ich so und so alt. Und da kriege ich ja so langsam die Panik, weil ich hatte letzte Woche gelesen, Frauen werden mittlerweile 80. Das heißt, ich muss 105 werden. Das schaffe ich doch nie. Also kommt die leichte Panik. Und ich bin jetzt ja auch voll umgestiegen, nur noch auf Orangensaft und Müsli und renne jeden Tag 24 Mal mein Haus, ist als die Wahrheit. Und die Leute, ja, die mit denen ich was Tolles erlebt habe, also ich habe mal wen geschrieben, also Peter Alexander war der Größte, Roy Black war toll, Nino D'Angelo ist einer der Tollsten, ich meine nur, also das sind die, und die Leute, die scheiße waren, da habe ich das eben so geschrieben, wie es war. Und Nadja, also wenn Nadja nur toll wäre, dann wäre ich eben natürlich heute noch mit ihr zusammen. Und ich habe auch bei Frau Feldbusch gab es eben auch ziemliche Irritationen, sag ich mal. Und die, ich habe jetzt nur aufgeschrieben, warum hat der Bohlen sich von so einer klasse Frau getrennt? Und ich glaube, jeder, der das Buch liest, wird vollkommen verstehen, warum ich mich von so einer Irren getrennt habe. Ja. So einfach. Ist es vielleicht sogar so, dass du darüber hinaus noch, sagen wir, Asse im Ärmel hast für Teil 2 der Autobiografie? Eigentlich gibt es im Spiel 4 Asse, ich habe 35. Du. Ja? Ja, also das reicht für die nächsten 20 Bücher, das sage ich dir. Mhm. Und der Erfolg des Buches ist ja auch ein pekuniärer Erfolg, wie wir gelernt haben, also damit kann man richtig Geld machen. Teilen Sie das? Also ich bin am finanziellen Erfolg des Buches nicht beteiligt. Das ist aber schade, oder? Oder vorher bezahlt, das ist natürlich auch nicht schlecht. Nein, also es ist einfach so, Sie haben mich eben gerade darauf angesprochen, oder du hast mich eben gerade darauf angesprochen, auf meinen Mann, und da musste einfach eine klare Trennung her. Also es geht ja nicht, dass ich das Buch schreibe und es findet dann ein Vorabdruck in der Bild statt und dadurch profitiere ich. Da war von vornherein klar, wenn ich das mache, dann muss es sozusagen einmal der Bildzeitung vorbehalten sein, diesen Vorabdruck zu machen, und ich wäre vor Ort im Geschäft. Das muss geschäftlich getrennt sein. Ja. Würdest du ein Buch schreiben über Frau Abdel-Farag oder Frau Feldbusch? Nein, also der Punkt ist doch, ich habe das, glaube ich, eben schon gesagt, man entwickelt ja auch Sympathien und ich interessiert das keinen, aber wenn ich irgendeiner blöden Paparazzi-Frau mal gegen hinten aufs Auto fahre oder so, dann ist das irgendwie gleich eine Schlagzeile oder damals auch, es sind eben oft diese Sachen. Und die sind ja auch oft konstruiert. Wenn ich irgendwo in der Diskothek aus dem Klo komme, ganz ehrlich, stehen da manchmal Leute und schubsen irgendwelche Frauen in mich rein, um dann dieses Foto zu machen. Und oder auch bei dem Teppichluder habe ich damals immer angerufen, habe gesagt, ey, so und so war das und so. Es interessiert die Leute nicht, die wollen das. Und sobald sich, das Komische ist, wenn ich in der Diskothek stehe, das kannst du jeden Wochenende sehen, und sobald kommt, wenn eine dunkelhaarige Frau mit braunen Augen kommt, ja, drücken die sofort drauf, kommt eine Blonde, schlafen die alle. Ja, es ist ja komisch. Also ich muss einfach die Blonden abschleppen. Frau Kessler, der Dieter Bohlen möchte so gerne das Bundesverdienstkreuz haben. Nee. Glauben Sie, er hat es verdient? Nee, will ich gar nicht mehr. Was, aber letztes Mal hast du gesagt, du hättest es gerne. Das letztes Mal war letztes Mal und dieses Mal ist diesmal. Okay. Und Frage beantwortet. Bei mir ist einfach so, weil ich wollte das unheimlich gerne haben.
Aber wenn man das alles so, was da so drumherum passiert, dann will man das nicht mehr haben, ganz ehrlich. Dass ein so der Ministerpräsident da zum Essen einlädt und das so als Wahlkampfveranstaltung funktionieren will, ich mische mich nicht in den Wahlkampf ein und dann verzichte ich lieber auf ein Bundesverdienstkreuz, als irgendwelchen Politikern den Arsch zu kriechen. Also das brauche ich nicht, ehrlich nicht. Will ich nicht haben, können die sich alle irgendwo anders hinstellen. Das, was wir jetzt besprochen haben, war das nichts als die Wahrheit? Aber wie? Ja? Ja. Dann herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Danke dir, Dieter Bohlen. Danke, Katja.